Und damit Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ja, Toni hat uns umgenockt und zwar richtig mit Schmackes, mit Grand Vitesse in die Schmatze gelangt. Ja, ich würde sagen, neues Spiel? Nö. Aufhören? Nö. Ich glaube, wir restoren uns mal. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, aber ich finde diese Hommage an die alten Sierra Games unglaublich cool. Okay, alles zurück auf Anfang, würde ich sagen. Und wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Okay. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat funktioniert, wa? Nope. War ja zu einfach. Okay. Okay, gut. Ich hatte jetzt nämlich schon so ganz leicht die Befürchtung, dass wir nochmal alles von vorne machen müssen. Aber hey, gut. Klappt, läuft. Übrigens ein klitzekleiner Tipp für alle, die dieses Spiel auch spielen möchten. Bitte, 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 bitte speichert ab, bevor ihr diesen Dialog mit Toni führt. Bitte. Weil wenn ihr nämlich auf New Game klickt, dann werdet ihr tatsächlich ins neue Spiel geworfen. Und wenn ihr nicht gespeichert habt, dann müsst ihr alles nochmal von vorne machen. Und so. Okay, guck mal, Benzinkanister. Den ich jetzt wieder in meinem Inventar habe. Okay. Ist die Durchreiche, da ist Gesundheit. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Oh yeah. Dann gehen wir doch mal locker, flockig zur Schleuse. Guck, was die macht. Hm? Salana i Jung Ayeses. Was? Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir mal nach hinten. Gucken, wo wir da rauskommen. Ah, super. Wir können jetzt aber nicht mit Liebold sprechen. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hä? Das war nichts. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ich könnte eine Banane entwerfen, das Slapstick-Halber. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Aber die Idee war gut. Also lieber den Garlof kann ich jetzt nicht mehr anquatschen. Nicht schlimm. Okay. Das Rebellenlager. Schön. Was macht der Knopf? Nichts. Wir brauchen noch Benzin für den Tank. Und ich gehe davon aus, dadurch, dass wir jetzt den Kanister haben, den Mr. Kanister, sollten wir auf Isla Obach doch ein bisschen Benzin zapfen können. Diese Generatoren. Zap. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. Haben es besser als brauchen. Okay. Ich habe das Gefühl,
dass wir erst da oben rauf können, sobald wir die Lottozahlen wissen, weil sich ja der komische... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Hier der buddhistische Paarberater von Dings... ich habe den Namen vergessen. Porta Fisco, so rum war's. Mei. Ich glaube, das hat man schon probiert, ne? Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, Kitty, 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 Kitty. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. She is not amused. Wie traurig. Wahrscheinlich ist sie nur... Dann darf sie sich auch nicht beschweren. Ich höre sie regelrecht rufen. Hilfe! Oh, ich verende. Miau. Lass das. Oh, miau. Hilfe. Ich sagte... Okay. Das hier habe ich mir bereits so geangelt. Ich dachte, wir können vielleicht ein bisschen Öl drauf tun. Das hier habe ich mir... Was soll ich machen? Öl ins Feuer gießen? Na gut. Aber nur einen winzigen Schluck. Gut. Warum nicht? Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Okay, gut. Ich habe hier übrigens einen ganz witzigen Hinweis aus den Kommentaren bekommen. Danke und auch viele Grüße nochmal an den Flunderdrachen von Nerdcore United, dass das hier eine Anspielung, eine Hommage auf einen Edna und Harvey Teil aus ist. Hat das jetzt Sinn ergeben? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Egal. Hat nicht sollen sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, zurück nach Porta Fisco. Oh yeah. Am stinkenden Gronk, Goon vorbei. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen... Benzeng in den Tank füllen können. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Tank zu. Gucken wir einfach mal, was passiert, wa? Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Einer meiner Duftbäume. Weide. Wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Gut, klauen wir uns mal ein paar. Ich benötige für wichtige rebellische Zwecke und so. Gut. Das ist so genial. Ey, yo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ich richte dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ja. Hey, wir haben Duftbäume. Ich könnte dich ja Goon geben. Der Gestank ist authentisch. Das muss man ihm lassen. Okay. Vielleicht kann ich ja dem Seher die Dinger geben. Versuchen wir es mal. Hier hast du Duftbäume. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Aber du vielleicht... Nee, du nicht, scheinbar. Jetzt habe ich mich am Tisch gestoßen. Wir haben hier den Seher, wir haben den Kai und wir haben hier sonst nichts. Alter, das ist ein bisschen... Bisschen Murks. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu fallen, aber so... Das Sch... Ich sehe, aber das... Ups, oder? Ich bräuchte wohl noch sowas wie
eine Wasserschale für die Isla Obacht. Weil Goal hat sich ja an so eine Wasserschale zu stellen. Damit sie für den Blitzableiter... Boah, ich glaube, die Zahlen eigentlich gar nicht. Zurück auf den Kudde. Alles im Buddha. Ah nee. Das Lied ging ja anders, nicht? Jetzt läuft das Dieselöl wieder ins Meer. Zu dumm, dass der Generator nicht mehr läuft, um die Pumpe anzutreiben. Ja, zu schade. Da kann ich mir die Banane wieder rausnehmen. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Ja, das Kreuz eines Helden. Aber gut, wir haben den Kanister jetzt eh verloren. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Oder beides. Hier haben wir auch eine Pumpe, aber wo kriege ich denn jetzt bitte schön einen Behälter für Wasser her? Hier ist ja nichts. Funkmast, Goal, Plateau, Pumpe. Und so zur Isla Obacht. War hier vielleicht irgendwas Schönes? Quatsch mal mit Doc. Sieht müde aus. Leider ist der Schlaf im Doktor nicht fertig geworden, an dem ich die ganze Nacht lang rumgehämmert habe. Ach, Rufus. Gibt es schon eine Ich arbeite dran. Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedoausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedoausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Och. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Wahre Worte. Ich mach dann mal weiter. Halte mich. Wir brauchen doch die Leute zahlen. Wahrscheinlich für irgendeinen Punkt, der hier noch verborgen ist. Kann ich denn die Delfine aufmuntern? Sie stehen auf physische Gewalt. Beim Thema physische Gewalt ist Rufus Vorreiter. Kann ich beim brennenden Reifen noch was im Nordpol machen oder so? Er hat das Rad und das Feuer erfunden, aber er ist nie auf die Idee gekommen, beides zu kombinieren. Dafür bedarf es dann in dem Falle schon Rufus. Haben wir eigentlich noch irgendwas übersehen? Wir haben hier den Polarstern. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Vielleicht kann ich ja mit dem brennenden Reifen den Wasserhahn aufschmelzen. Osus Kutter käme gleich viel lässiger. Ich behalte diese Idee mal für... Oder auch nicht. Tee gibt sie auch nicht. Wo kriegen wir denn bitte schon jetzt einen... Behältnis mit Wasser her. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir jetzt uns hier im Rostroten Meer befinden, aber... Das Fass. Hab ich das schon versucht? Ich weiß es gar nicht. Man nötig hätte das. Der Gestank ist authentisch. Das muss Doch. Man ihm lassen. Das habe ich schon versucht. Yo, Digga! Yo! Du lernst dazu, aber einmal Yo reicht. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn auch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich, meine Freundin. Das leuchtet natürlich ein, ja. Nochmal zu Porta Fisco. Was möchtest du wissen?
Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porter Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Genau, ich mach richtig mal deine später. Let's Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Niemand. Hatten wir schon überspringen können. Welches Knöpfchen wieder drücken und das Ganze ausmachen? Guck mal so. Okay. Krüge ich vielleicht. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze. Mein Strommarkierer wieder? Nein. Nee. Okay. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Meine Sachen stinken nicht. Sie riechen nach ehrlicher Arbeit. Upsi, da habe ich wohl mal wieder ein wenig ehrliche Arbeit geleistet. Das habe ich gerade nicht gehört. Okay, gut, alles klar. Der Duftbaum riecht nach Weide. Ach, was soll's. Man soll eh keinen Regenschirm bei Gewitter aufspannen. Wahre Worte. Das hat jetzt so viel gebracht. Vielleicht der Köderfisch? Ja, das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Das hier habe ich mir bereits so geangelt. Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Oh yeah. Ich kann später auf den Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas lustig... Ich kann später noch auf den Dafür hat Doc leider noch kein fauler Ich empfange negative Vibrations. Das wird mir bei meinem kolossalen... Das wäre zwar aber so lang... Ich kann später auf den Das hier habe ich mir bei... Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein... Aber wieso reicht's denn nicht aus, wenn ich einfach nur die Bananen an den Kuli oder vor den Kuli tackle? Das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Aber was? Das schreit. Das wird die... Verdammt, mein Plan. Okay, vielleicht, wenn ich Toni die Bananen gebe. Wüsste nicht warum, aber. Himmel, Rufus, hast du etwa immer noch diese Angewohnheit, jeden Müll mit dir rumzuschleppen, den du findest? Und hast du immer noch diese Angewohnheit, aus dem Meer zu steigen und Küstenstädte zu zertrampeln? Alles. Okay. Jetzt bloß keine schnellen Bewegungen. Leg das einfach beiseite und niemand wird verletzt. Deine Witze waren auch schon besser. Ich weiß schon, was ich tue. Ach, wirklich? Ja. Und warum tust du es dann trotzdem? Weil ich's kann. Ich meine, was ist denn jetzt so besonders an dem brennenden Reifen im Mantel? Das ist doch jetzt normal. Himmel, Rufus, hast du etwa immer noch diese Angewohnheit? Und hast du... Hier, guck mal, ein Weihnachtsschirm. Himmel, hast du etwas... Okay, hatten wir alles schon. Janosch! Was sagst du denn dazu? Ein weiser Feldherr wie ich muss auch aber nicht unbedingt an ein... Da fallen mir gleich 1000 lustige Kunststückchen ein. Aber keines, das spektakulär genug wäre, um meine überlegenen Dompteurskünste unter Beweis zu stellen.
Und eigentlich. Die Banane ist der Clown unter den Staudenobstsorten. Wenn ich sie geschickt einsetze, gelingt es mir bestimmt, den Delfinen ein Lächeln auf die Mäulchen zu zaubern. Das habe ich mittlerweile auch schon festgestellt. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Gut. Irgendwie bezweifle ich, dass Sie das... Ein Weiser, aber nicht... Vielleicht eine Durchreiche? Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Aber natürlich. Das dauert nur einen Augenblick. Hier, bitteschön. Die sehen ja noch genauso aus wie vorher. Ja, aber ich habe die Kerne entfernt. Bananen haben Kerne? Vielleicht ist das ja jetzt der entscheidende Anstoß. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt. Mein Oder Plan braucht... Wenn jetzt die Mutter von Janosch die Kerne entfernt hat... Vielleicht sollte ich ihr mal eine durchreichen. Was hast du da? Sind das etwa noch... Können Sie da... Aber na, das dauert... Hier. Die sehen ja noch genau... Ja. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sind das... Können Sie da... Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen. Was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ich meine, es tut mir wirklich im Herzen weh, aber ich brauche diese Delfine für Katzenfutter. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Okay. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Aber ich kann ja die Bananen... Ich kann später noch kombinieren. Vielleicht Reifen die Durchreiche? Einfach mal positionieren? Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar... was will... Ich überspringe das mal kurz, ich meinte, ich gerade schon. Sie sollen ja... Wenn denn klar... Ich meine es ernst. Ich... Ja, Toni, wir wissen es. Sie erst einmal. Also, alle. Und jetzt haben wir den Köderfisch. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Ich ahne, was passiert. Ups. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Oh nein. Ich würde gern meinen Reifen wieder mitnehmen. Andererseits sollte ich vielleicht lieber verschwinden, bevor Toni merkt, dass die Baby-Delfine, ja, ich sag mal, eine neue Aufgabe bekommen haben.